Hello again. Herzlich willkommen zur nächsten Tür mit einem Weihnachtslied, das wir schon seit vielen Jahren spielen. Über Kinder, die es. Über Kinder, die ich nicht kenne. Also die Kollegen sehen das vielleicht anders. Ich habe mich Weihnachten meistens darauf gefreut, dass es Geschenke gibt. Dann kam sehr, sehr lange nichts. Socken, geil. Dann gutes Essen und dann vielleicht noch, dass auch Besuch kam. Das alles, das mochte ich. Die Kollegen sind wie die Kinder hier in diesem Text. Die haben sich immer nur gefreut, dass endlich alles von der, die Kinder der Retortenfabrik Febrés und Hagelfeucht, die bekommen hier endlich mal zum Wort und können sagen, ja, wer will schon Geschenke haben, wenn man küssen kann in einer staubfreien Umgebung. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißa, dann ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl? Schöner als bei frohen Tänzen, ein geschmückter Kronensaal. Wisst ihr noch wie voriges Jahr es am Weihnachtsabend war? Keiner will bis morgen warten, keiner still ins Bettchen gehen. Selbst der Schneemann in den Garten kann den Weihnachtsbaum schon sehen. Weihnachtsmann sei endlich her, bring mir die Geschenke her. Eine muss schnell vergehen, eine Nacht fast ohne Schlaf. Die Mutter kommt, um nachzusehen und zählt uns vor, Schaf um Schaf. Darum kann's nicht morgen sein. Achtung, will nicht schlafen. Nein, 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 nein. Hinter ist, glaubt man dem Text, Stubenreinheit, ein R-Kodex. Und erst wenn alles Staub befreit, kommt der freudenrechte Zeit. Ich bin anders ordnungsfrei, denn Staub ist mir ganz einerlei, lei, lei. Welch ein schöner Tag ist morgen, neue Freuden hoffen wir. Unsere guten Eltern sorgen lange, lange schon dafür. O gewiss, wer sie nicht ehrt, ist der ganzen Lust nicht wert. Als heutiges Gewinnspiel geben wir unter dem Betreff Bilderrätsel mit E-Mail an info@nobodyknows aus, erkenne die gesuchten Komponisten. Und im Folgenden werden die Malkünste der Kollegen gleich zu bewundern sein. Vier Komponisten sind es und wir wünschen viel Erfolg. Zielsetzung ist, jeder erfährt den zu zeichnenden Komponisten und dann hat er noch 30 Sekunden Zeit, selbigen darzustellen. Und zwar in einer erratbaren Art und Weise. Und los geht's!
Ja, vielen Dank. Und mit diesen Eindrücken gehen wir zurück ins Studio. Tschüssing!